So, was haben wir denn gesehen? Was haben wir denn hier gesehen? Ein Ei haben wir gesehen. Jetzt gehen wir mal den Weg hier mal wieder weiter. Hier drüben waren wir auch noch nicht. So. Tja, hier haben wir unseren nächsten Boss. Können wir bloß nicht catchen, wir haben keine legendären Sphären dabei. Deswegen Pech gehabt. Aber wir nehmen den Checkpoint hier mit, dass wir den auf jeden Fall hier schon mal haben. So. So sieht unser Kartenabschnitt bis jetzt aus. Wir werden jetzt einmal hier rüber gehen. Hier ist nämlich auch noch eine. Hier, also in dem ungefähr in dem Bereich. Deswegen fliegen wir jetzt gerade hier einfach weiter. Mal wieder den Weg nach oben. Okay, dann müssen wir leider so machen jetzt. Kann es leider nicht ändern, dass es halt nur so geht auf die Art und Weise jetzt. Wir haben ja eigentlich schon verdammt viel Ausdauer. Oh. Ah, hier hat sich auch. Ah, muss gerade. Hier hat sich auch ja jemand hingesetzt. Was ist denn hier los? Ah, eine Palse, den nehmen wir mit. Na, hör mal. Ah ja, jetzt weiß ich ja, warum der sich da oben hingesetzt hat. Was für ein Schlaumeier. Schaut mal. Deswegen hat er sich da oben hingesetzt, weil es hier Steinkohle gibt. Der Junge hat sich hier hoch. Der Bre hat sich da hochgesetzt. Hier gibt es einfach Steinkohle. Ich klaue die ihm jetzt einfach. Ich bin so unfair. Wir brauchen Steinkohle eh nachher viel, viel ziemlich oft. Haben wir unser ganzes Inventar voll. So. Ne, 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 das meine ich ja. Genau, jetzt kommen sie alle und helfen uns hier wunderbar. Wir machen hier uns die Taschen voll. So. So, ich glaube, es gibt hier oben keine Steinkohle mehr. Wir wollen jetzt ja hier auch noch ein bisschen weiter erkunden hier. Hier unten beim Wasserfall warmer. Gehen wir wieder ein Etagchen höher. Ach, hier oben ist jetzt auch nochmal ein Lager, wahrscheinlich auch wieder bei. Ah, hat nicht ganz gelangt. Oh, da ist ein Ei. Jetzt nehme ich mit, so ein Riesenei hier.
Da drüben geht es hier in die Eisregion. Also wie ihr seht, geht es da zum Eiskrater, wenn man das genannt hat. Aber wir schauen uns natürlich hier noch ein bisschen um. Wenn schon, denn schon. Ne? Weil da drüben gibt es nämlich auch eine Limfuk-Statue, wie ich es jetzt gerade eben sehe. So, na, die Truhe nehmen wir auch mit. So. Oh, ja, das ist ein Trauerspiel hier. Nehmen wir mit. Ja, genau, jetzt sind wir hier oben bei dem Turm der Palfreunde. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen jetzt hier nach hinten irgendwie. Dann müssen wir auf die Seite fliegen hier. Wieder ein Ei, nehmen wir auch wieder mit. Und nochmal eine Limfuk-Statue, nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, da oben ist uns auch kalt, wenn wir da hochfliegen. Können wir mal kurz austesten. Ja, da haben wir die Kälte am Hals. Oh, hier gibt es einen Wasserfall. Sehr schick. Ja. Guck mal, wie das hier zuckt und lägt. Das ist der Wahnsinn. Da kann sich kein Stück fortbewegen, ohne dass was hier passiert. So. Mal gucken, wo wir jetzt hier angekommen sind. Ah, jetzt sind wir hier angekommen. Okay, subi. Ah, ja, genau, da hinten habe ich es gemeint. Da hinten ist Nummer 1. Oh ja. Es ist nervig. Auch schnell weg hier. Nicht wundern, hier leckt es auch die ganze Zeit. Vor allem stell dir mal vor, wenn es hier noch Pfahl sind und die dann euch sehen. Na, gute Nacht dann. Weil hier sind nämlich welche, die können uns sehen. Aber die sind jetzt noch nicht da respawned zum Glück. So, haben wir das hier auch erkundet. Sehr schön. Wir gehen jetzt aber auch trotzdem mal weiter in der Map hier. Schnell weiter. Wenn irgendwie möglich. So, hier kommen wir dann auch wieder in die Wüste, glaube ich, rein. Ja, hier geht es weiter zur Eislandschaft da. Hier ist noch eine Truhe. Ich bin jetzt eigentlich auch gerade nicht allzu heiß drauf, hier die Truhen zu knacken, sondern ein bisschen jetzt erstmal die Umgebung zu haben. Die Checkpoints zum Teil alle. Dann hier, wo geht's hin, wo geht's nicht hin. Das ist erstmal wichtig, hier Map erkunden. Wenn es auch nur schleppend losgeht, meine Lieben, tut mir leid. Das ist halt hier das Online-Spielen. Im Solo wären wir viel schneller. Ihr seht es ja selber. Ich brauche es euch ja nicht jedes Mal mitzuteilen.
Hier drüben, was ihr hier seht, die riesen Landschaft da, ist wieder die Wüste. Da ist auch nochmal ein Checkpoint. Wir müssen machen wir aber erstmal das Gebiet hier, das lang, glaube ich, dann auch. Ja, einerseits hat sie ja was Gutes. Weil wir. Ah, hier ist was zum Einsammeln. Das nehme ich hier mit. Da drunter versteckt sich wieder ein Ei. Jawohl, das nehmen wir mit. So, oder? Wie sieht sie aus? Jawohl, dann hätten wir das Gebiet ja schon mal ein bisschen erkundet hier. Ja, mega, wir bewegen uns hier sehr, sehr schleppend voran. Buhuhu. Ja, jetzt haben wir es gleich immer nämlich dahin dann rein. Da ist wieder so ein Teil. Das nehmen wir uns mit. Ja, in die neue Gegend bin ich ja auch noch nicht mit euch gegangen, ne? Ah ja, doch, da sind wir schon gewesen mit dem Turm. Oh je. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder rein. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall wieder jetzt einschlagen, ja. Haben wir den Zipfel hier? Ja, guck mal, deswegen sage ich nämlich, wir haben hier nämlich den einen Zipfel hier wieder fast vergessen. Ausgelassen. Und hier ist ja auch noch ein Boss. Die Mosanda ist hier. Ah ne, der Wumbo. Wumbo Botan war hier, glaube ich, ja. Oh, guck mal, das laggt. Wir bewegen uns hier kaum von der Stelle. Wir verschenken eigentlich nur unnötig Energie hier. Gut, da drüben hat seine Nymphok-Statue, die nehme ich mir jetzt mit. Na, jawohl. So, mal gucken. Ah, ja, jetzt hat man auch das hier schon freigeschalten. Wir können ja theoretisch jetzt hier so entlang tuckern und dann hier einmal rein. Hätte ich jetzt mal gesagt. Entschuldigung, wenn wir hier wieder die ganze Karte hier abfahren, aber wir brauchen aber die ganzen Checkpoints. Und vor allem, wir brauchen ja auch unsere Karte, um zu sehen, wo wir hin müssen später. Sind wir hier in Grünbach?
Hier ist auch ein Bosspral drin. Ein Yomonite Ignis ist hier anscheinend. Hier in der Area hier. So. Ja, ihr seht's ja, ist ein Yomonite Ignis hier drin. So, schon die Frage, ja, man sieht das schon mal super aus, oder nicht? Fahren wir hier einfach gerade die Linie hier weiter. Hier sind wir letztes Mal entlang gelaufen, zu irgendeinem Turm da hinten. Also passt, wir haben jetzt hier auch alles erkundet hier, wunderbar. Mir fehlt es, dass wir hier unten so die Minimap, dass man die dann nicht hier hinmachen kann, die Karte irgendwie verkleinern oder so, dass man genau sieht, welche Abschnitte man noch nicht hat. Das wäre eine Option fürs nächste Update. Da war irgendwo ein Ei, oder? So. Jawohl. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir genau hier gelandet. Jetzt müssen wir einfach nur noch kurz hier rüber. Ungefähr so. Mal kurz eine Tasche. Ah, weiß nicht, ob der das schafft hier, wenn es so oft zurücksetzt. Verschwenden wir mal lieber keine Energie. So. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt sind wir hier, oder was? Ich muss ungefähr darüber, Junge. Da drüben hat zum Beispiel ein Checkpoint, den haben wir noch nicht aktiviert. Deswegen sage ich ja, wir brauchen ja die ganze Map hier. Ein bisschen, dass wir mal so erkunden können, was denn jetzt hier eigentlich los, was ist denn eigentlich los? Ja, wir tun jetzt fallen, aua. Oh ja, gar nicht gut. Ja. Deswegen sage ich hier gar nicht gut, meine Lieben. Weil die Pals setzt sie ja nicht zurück, die kommen dann. Oder auch nicht. So. Da kann ich mal morgens hin, wenn es mal nicht leckt. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach mal so ein bisschen querfeld einfliegen. Ja, das hier passt schon hier. Genau, diese Route jetzt hier. Ja, wie ihr seht, da leckt es hier richtig. Noch immer. Eine Truhe.
Haben wir das Fleckchen jetzt? Ja, das Fleckchen haben wir. Hier ist ja auch ein riesen Platz hier. Da hätten wir auch eine gute Base hinbauen können hier. So, unsere dritte Base vielleicht hier, maybe. Uns hier niemand zerstört. Ist jetzt mal wieder nach da, oder? Ja, wir wollen ja noch schließlich eine Rest der Karte haben. Ah, sind wir schon wieder da? Wir müssen ja noch weiter darüber. Sag mal. So, ich glaube, aber jetzt sind wir hier so ungefähr in der Mitte. Jawohl. Ja, ne, noch mal ein bisschen hier rüber. Und dann mal nach oben hier. Oder? Ja, genau, jetzt kommen wir hier rüberfliegen, so langsam. Ja, was hat das? Hinhaut, hinhaut. Oh, jo, gerade noch mal knapp hingehauen. Ah, guck mal, wir haben eine Nymphenstatue entdeckt, die nehmen wir natürlich mit. So, weiter geht's hier mit unserer Reise. Ah, da ist auch noch eine. Ui. Nehmen wir die auch noch mit. Jetzt, ja, jetzt sehen wir genau den richtigen Kurs. So. Du. Ah, jetzt müssen wir kurz eine Runde hochfliegen. Na, fail. Na dann. Richtige Richtung. Ja, wollen noch ein bisschen hier rüber. Also hier bei dem Stein hier. Ungefähr. Und bei dieser Truhe da. Die Truhe nehme ich mit. Die Statue da hinten hole ich mir. Ah, die hier wollte ich mir jetzt, hole ich mir jetzt als erstes mal. Wenn unser Flugzeug hier noch langt. Super. Hier sammeln wir ein. So. Ja, genau, das sehen wir jetzt hier. Hier war nochmal irgendwo eine. Eine da unten. Und einmal Abmarsch. Nehmen wir auch mit. Mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Ja, das letzte Stückchen hier. Warte, ich muss immer wieder Karte gucken, sorry. Ja, das ist das Stückchen hier. So. Ja.
Oben ist noch eine Drohne, eine Nymphenstatue. Ja, unsere Flugzeit geht dahin, ich weiß. Ja, guck mal, wie wir klatschen. Hammer. Ha, hier geht eine Straße genau exakt hier hoch, einfach hier direkt runter. Ja, das haben wir hier natürlich noch nicht. Wunderbar. Lassen wir uns mal hier nicht durcheinander bringen. So, die war da hinten drin. So, und jetzt gehen wir mal hier weiter, oder? Ja, genau, das Gebiet hat uns hier noch gefehlt, meine Lieben. So, haben wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir nur noch hier rüber. Ja, jetzt haben wir es gleich geschafft. Der erste Teil. Die erste Freischaltung der Map haben wir jetzt bald hinter uns. Huhu. Ihr wisst ja, ich mag es immer, wenn die Karte frei ist, dass man ja besser einen Überblick hat. Ne? Ist auch für uns schöner, dann nachher zu sehen, okay, wir haben jedes Detail abgesucht und abgegrast und alles von dort mitgenommen. So, jetzt haben wir auch das letzte Stückchen. Jetzt würde ich sagen, können wir uns mal hier rüber teleportieren, mal hier das Gebiet ein bisschen machen. Hier bei Bushi, hier ungefähr, das hier haben wir nämlich noch nicht. Und gut, hier oben fehlt, aber hier oben ist eiskalt. Wir könnten zwar hier einmal außen rum. Hier ist auch noch ein Riesengebiet. Also hier gibt es noch einiges zu tun. Jawohl, deswegen können wir uns kurz gucken. Wir fliegen einfach hier entlang. Oh, es lenkt wieder. Es leckt, meine Lieben. Mag ich überhaupt gar nicht. Jetzt sind wir genau da, wo ich hin wollte. So, jetzt sind wir hier im Wasser schon mal super. Super Trooper. Ich glaube, da haben wir hier. Ja, hier haben wir noch nicht alles, genau, das meine ich ja nämlich eben. Dass wir da eben nicht alle. Na, hoch mit dir. Ausdauer. Wir haben hier 240 Ausdauer. Ich muss den Nightwing wegmachen, meine Lieben. Mit dem taugt das ganze Fliegen hier nichts. Es tut mir leid, wenn ich es euch jetzt so mitteile, aber mit dem taugt wirklich das Fliegen hier gar nichts. Hier ist schon mal ein Baum mit Attacken. Die nehmen wir hier alle mit, bevor es jemand anders tut hier. Das tun wir hier wieder auf der Karte markieren. So. Gut, hier drüben wäre noch eine Limfuk-Statue gewesen. Die holen wir uns jetzt, glaube ich, doch einfach mal kurz. Liegt eh auf dem Weg. Ja, noch ein bisschen. So, bin. Haben wir. Da oben ist auch wieder eine.
Und da drüben ist ein Ei. Holen wir uns hier noch die Statue noch kurz. Guck mal, wie schnell hier die Ausdauer runterrasselt. Kaum kurz gedrückt ist sie wieder weg. Wahnsinn. Wo ist die Statue jetzt hin? Hier ins Eck rein ist die. Zack, haben wir die auch. So, jetzt gehen wir natürlich hier weiter. Logisch. Hier ist auch schon perfekt unser Weg mit den Nymphenstatuen. Geradeaus. Hier ist keine, aber da oben fängt es an, ab dem Berg hier. Hier wäre natürlich auch ein schöner Platz hier zum Bauen, so. Aber hier muss man aufpassen, hier sind die hier gemeiner Paar. Ah. Gemeiner Paltrainer wäre hier gewesen. Hier ist natürlich noch Strand hier. So. Tja, und wir sehen uns bei der nächsten Folge, meine Lieben.